Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen OMSI-Folge. Wir sind heute auf der Linie 100 unterwegs in München. Die Sightseeing-Tour werden wir uns heute hier mal anschauen. Und diese ist natürlich, kennt man, aus anderen Simulatoren. Oder was heißt Simulatoren? Simulator, und zwar von TMS Studios. Der hat ja damals den Citybus München rausgebracht und der ein oder andere vergleicht das ganz gerne hier mit dem OMSI-Simulator. Natürlich, performance-technisch muss man sagen, ist TMS Studios da deutlich bessere Schiene gefahren. Man muss aber sagen, was so die Physik des Realismus angeht und alles drum und dran, das Ganze mit dem ja, Passagiere bedienen, abfertigen und sonst so weiter, finde ich irgendwie in OMSI doch deutlich besser. Ja, wir werden uns, wie gesagt, das Ganze heute anschauen, starten hier am Hauptbahnhof und fahren jetzt Richtung Ostbahnhof und ja, von daher seid mit dabei, fahren das Ganze heute mit einem Solobus und die letzte Linie werden wir uns dann mal mit dem Gelenkbus anschauen und somit haben wir dann nämlich die Fahrzeuge durch, die mitgeliefert werden hier in dem OMSI-Addon und von daher einsteigen. Starten, los geht's. Und natürlich wieder mit dabei an Bord. Ich werde das Ganze mal neu kalibrieren. Ist natürlich Track AR. Und von daher, los geht's. Mal schauen, was uns hier erwartet, diese Tour heute. Jetzt brauchen wir natürlich wieder hier erstmal unser Bild wieder. So. Das Ganze schon mal hier eingestellt. Connection to Host. Anmelden. So. 27914. So. 27914. Und 67213. 67213. Anmeldung Kurs 100.02 nach Ostbahnhof, da taut hin. Da haben wir sie. 100 Ostbahnhof US Museenlinie und wir rollen schon. Das soll noch gar nicht passieren. Und ja, von daher haben wir noch ein paar Minuten Zeit hier, um uns das Ganze hier anzuschauen. Ja, das ist schon absolut nice hier. So Tagfahrlicht hier mit dran. Vom Modell her muss man sagen, finde ich den Bus auch echt hübsch. Das sieht echt gut aus. Das hat auf jeden Fall schon mega, mega Qualität. Wie gesagt, dass da jetzt ein paar Sachen jetzt hier drin nicht funktionieren, das ist natürlich ein bisschen schade. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber so sieht er denn zum Beispiel von innen aus. Ticket, Automat, alles damit dabei. Ich guck mal, dass wir hier mal eine andere Kameraperspektive hier bekommen. Das ist natürlich fies. Ich kann mich nur so bewegen. Ja. Sehen wir zum Beispiel. Verkauf zurzeit gesperrt, also aktuell können wir auch nicht einkaufen. Hier oben haben wir den Monitor. Herzlich willkommen bei der MVG 100. Sehen wir Abfahrt in 17 Minuten. Das ist schon eine ziemlich coole Sache. Und ja, sonst eigentlich alles gewohnt, was man aus dem MAN kennt. Ich spiele gerade mal ein bisschen mit meinem Tracker AR rum. So, sonst sehen wir hier, ne? Das sieht alles schon ziemlich cool aus. Ich muss mich hier echt umgucken, damit ich euch das hier mal im Bus zeigen kann. Isar-Card-Schule, Isar-Card-Ausbildung im Abo, inklusive 6 Wochen Freifahrt im MVV-Gesamtnetz. Glo. Mit dem Bus erreichen Sie mehr Orte, als Sie vielleicht denken. Wer weiß das schon? Das ist schon... Finde ich auch ziemlich cool, dass hier immer so Werbung mit drinne ist, aus dem realen Leben halt. Hokus Pokus Fidi. Mit dem Bus zaubern sie sich schneller ans Ziel, als sie vielleicht denken. In München, ist klar. So, gut, dann werde ich mal sagen, wir werden mal vorziehen und werden das Ganze hier heute mal abschließen. Das ist dann also, machen wir hier, oh Gott, 22. Sagen wir 9 Minuten. So. Sieht natürlich
So, lass mal die Fahrgäste einsteigen. Kommen Sie rein, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Anfangs ein bisschen ungewohnt gewesen, dass hier kein Kassenautomat steht, aber gibt's ja nicht, weil wir haben ja hinten ein Ticketapparat drin. Von daher brauchen wir das Ganze ja nicht. Achso, wir müssen hinten auch die Türen öffnen. So. Genau, weil sonst steigen die ja nicht ein. So, jetzt haben wir noch 8 Minuten. Jetzt wollte ich das jetzt abwarten noch, bevor da jetzt hier... So, will da jemand mit hier? Hauptbahnhof. Das ist zum Beispiel ein Stück, was wir aus der Demo kennen. Hauptbahnhof Lobbe war ja Anfang, also war ja Endpunkt gewesen. So, ich muss immer mal ein bisschen rüberlinsen, dass ich das hier auch mal alles sehe, was der da aufnimmt. Das wäre natürlich auch schon von Vorteil. Ja, Sonnenrollo, wie gesagt, ist auch noch nicht vorhanden, aber mittlerweile sollte jetzt Patch da sein. Ich habe natürlich auch ein bisschen was schon im Voraus aufgenommen, weil es ist gerade, ich bin gerade noch am Special basteln. Und ja, da muss natürlich ein bisschen was gemacht werden. Und da weiß ich dann immer nicht, ob ich dann die Zeit finde, nach der Arbeit immer noch irgendwas aufzunehmen oder sowas. Dann bin ich ja lieber mal rangegangen, habe das jetzt ein bisschen mal im Voraus aufgenommen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Weiß, der eine oder andere mag das nicht. So. Fahrgastwunsch haben wir schon mal direkt hier. Wundervoll. Ich habe auch in der letzten Folge vergessen, ein Bild zu machen. Ärgert mich ein bisschen. So. Haben wir jetzt unser Bild jetzt hier auch. Oh, komm, werd grün. Ich hasse es, wenn du immer so Ewigkeiten an roten Ampeln stehst. Aber ist auch im wahren Leben so. Das hat nichts jetzt mit Omsi zu tun jetzt hier. Sondern es ist halt einfach dieses ewige Warte. Wir haben auch grün. Wundervoll. Mittlerweile habe ich mich auch daran gewöhnt, nicht mehr die Tasten zu drücken. Zum Umgucken. Die kann ich mir jetzt mal überlegen, ob ich sie jetzt mal neu belege oder sowas. Also da habe ich mich auch schon mittlerweile dran gewöhnt. Elisenstraße, da ist er. Ja. Steigt auf jeden Fall jemand ein und aus. Königsplatz. Umstieg zu U2. Change here for Change here. So. Der kommt hier echt schnell hier vonstatten, also in die Gänge, ja. Das ist schon Wahnsinn,
Oh, was denn jetzt? Jetzt ist mein Display aus. Gerade irgendwie beim Nachladen irgendwelche Schwierigkeiten hier. Ah, da ist er wieder. Da ist er wieder. Immer dieses gerade Sitzen, ja, dass das mal entspannt ist. Wir haben ja auch schon überlegt, ob wir hier eine Leitstellenfahrt machen. Ich glaube, mit drei Linien, ich glaube, das ist sehr, sehr wenig. Ich weiß auch nicht, ob davon irgendwie was so nachtmäßig geht oder sowas. Muss man mal warten. Viele warten auch halt auf die Box-Version ja noch, die ja erst am 26.09. erscheint, glaube ich, war das Ganze gewesen. Von daher müsste das wieso noch, müssen wir persönlich da erwarten, weil wir hatten ja in Bremen als Leitstellenfahrt gehabt, wo der ein oder andere sich ein bisschen ja, gewundert hat tatsächlich, dass wir noch nicht gleich in München unterwegs waren. Aber da kam der Phasus auf die Idee, ja, nicht viele werden sich wahrscheinlich gleich München kaufen. A und B gibt es bestimmt den einen oder anderen, der sich sowieso noch wartet, bis das Ganze denn fertig gepatcht ist. Oder den dritten, den C-Punkt, ja, dass der sowieso die Box-Version erst kauft. Und von daher, ja, waren es natürlich so viele Faktoren gewesen, dass wir dann gesagt haben, okay, na dann warten wir halt bis nächsten Monat eventuell. Oder wir jetzt erstmal gucken müssen, ob es überhaupt so ordentliche Nachfahrten hier gibt, ja, dass man da irgendwie in der Richtung was machen kann. Sind wir schon wieder an den Pinakotheken? Ja. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ruckelparadies. So, zum Beispiel ist jetzt so wieder so ein Punkt, wo ich mir so denke, so, ich bin jetzt gerade so schnell über diese Kreuzung gefahren, da gucke ich mir da nicht jedes einzelne Haus an, so, weißt du, was ich meine? Klar, wenn du jetzt so vor der Kreuzung noch stehst oder sowas, dann ist es schon gefühlt was anderes. So, hier war zu Ende, ne, die Demo. Genau, da musstest du hier nämlich wenden und da konntest du halt praktisch wieder zurückfahren.
Da hinten geht es auf jeden Fall weiter. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier falsch... Doch, wir sind falsch. Sollen wir mal wieder ganz kurz gucken. What is the problem hier? Jo, wir hätten gerade das weiterfahren müssen. Oder hier rechts hätten wir fahren müssen. Ja. Wir hätten hier rechts fahren müssen. Na gut, dann machen wir das mal schnell. So, so große Straße hier. Ich hätte noch 150 im Kopf. Und nicht mal die 100. Hier ist zum Beispiel so ein Punkt, wo die Ampelphase irgendwie kaputt ist, wenn da ein Bus steht oder sowas, da fährt der Bus einfach nicht weiter. Oh ja, lass mich auch fahren. Lasst mich fahren. Toll. Zum Diener ist grün. Oh nein, oder? Ja, hoffentlich passiert da jetzt wieder nicht so eine Ansammlung an Stau oder sowas. Oh, der zieht aber ganz schön ab, ey. Naja, da steht dann nämlich schon wieder der Bus. Sorry Leute, das mache ich jetzt nicht mit Absicht. Aber ich jetzt keine Lust habe, jetzt wieder hier massiv lang im Stau zu stehen. Weil der fährt hier einfach nicht weiter, der Bus. Keine Ahnung, was da... Scheint irgendwas nicht korrekt zu sein. Ihr seht ja, ne, wie sich hier schon Stau so richtig hier ansammelt. Das ist zum Beispiel das, was ich so im Livestream gehabt hatte. Und dann bist du da erst echt nicht mehr rausgekommen. Musstest du denn irgendwie die Kachel neu laden oder sowas? Das war ein bisschen anstrengend. Den nehmen wir noch mit jetzt hier. Soll's. Königinstraße. Königinstraße.
Streckenführung ist schon echt gefährlich hier, ja, wenn du dich hier nicht auskennst oder sowas. Dann natürlich Glück. Nee, ich hab Rot. Ich hab Rot. Natürlich Glück jetzt hier, ne? Dadurch, dass ich jetzt halt fahre, kann ich das jetzt halt wirklich mit Track AR wirklich schneller machen, als wie wenn ich jetzt erstmal irgendwelche Tasten drücken müsste oder sowas. Dann verlierst manchmal so viel Sicht dann halt immer. Zum Beispiel Sicht, die du ja dann auch brauchst, dann auf der anderen Seite dann wieder. Ach ja. So, jetzt haben wir die Performance. Der Friedensengel. Perfekt durchgekommen, würde ich sagen. Friedensengel war bei TMS Studios immer so eine Sache gewesen, da perfekt und unfallfrei natürlich auch da durchzukommen. Da hat es bei mir, ich glaube, er hat es immer geknallt irgendwie gefühlt. Das war immer schon so eine Herzflatterstraße. Hier stehen auch schon wieder die Autos in Autos. Das ist natürlich auch wieder. Omsi wird alt, man merkt's.
Oh nein. Ja, jetzt sind wir da natürlich mal ein bisschen arschig hier. Also das würde Ewigkeiten dauern, bis wir jetzt hier weiterkommen würden. Hier fehlt jetzt auch wieder eine extra Ampel, oder? Schaut gut aus. Das ist jetzt natürlich wieder absolutes Fest jetzt hier für Manfred und Co. gewesen. Aber hier reiht sich die OMSI-KI wieder viel zu spät ein, sodass du als Busfahrer wieder Ewigkeiten warten musst. Ich sehe auch kaum Leute über die Straße laufen, so, ne? So, zwecks Ampeln oder sowas. Ist mir immer so aufgefallen. Uai. Also irgendwie habe ich schon wieder die scheinbar die Geistfahrt an hier. Wo kommt der denn auf einmal her? Weil irgendwie keine Unfälle hier irgendwie jetzt hier in München. Der ist hier bei mir eigentlich immer aktiviert. Aber das wären jetzt auf jeden Fall Tote gewesen. Vielleicht deswegen umso besser, dass nicht. Wir sind ja gerade mit Vollkaracho da lang gefahren. Was? Grillparzer, so. Ohne zu blinken, ja, geil. Ja, Folge wird mal wieder ein bisschen länger. Aber dann haben wir hier die 100 auch abgefahren hier. So, und ich muss sagen, also ich bin jetzt nicht enttäuscht über das Payware-Add-on. Also um Gottes Willen. Ist schon auf jeden Fall sehr nett. Wir sehen ja jetzt eine halbe Stunde hier, sind wir jetzt hier unterwegs. Die Linie 150 war ein bisschen kürzer. Drei Fahrzeuge halt, also drei MANs mit Hess-Anhänger, Solo und Gelenkbus. Den werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Ich weiß gar nicht, welche Linie haben wir jetzt noch zur Verfügung? Muss ich jetzt lügen? Juckt's in der Nase.
Gut, und damit erreichen wir unsere Endhaltestelle hier am Ostbahnhof. Wir hatten rot. Nicht gesehen. Oh, haben wir den Bordsteiger mitgenommen. 3 Minuten Verfrühung. Und damit haben wir diese Tour ebenfalls abgeschlossen. Die Linie 100 hier in München mit dem MAN Solobus. Ja, das ist auch wieder mal, also ich muss sagen, die 150 war ziemlich cool. Die 100 ist auch, da fahren wir halt mitten durch, habe ich das Gefühl. Aber wie gesagt, da waren jetzt hier diese Streckenabschnitte, die ich gesagt hatte, dass es da ein paar Probleme gibt, so an der Stückzahl, aber wie gesagt, ich denke mal, heute sollte das Problem schon gar nicht mehr vorhanden sein, denn das ist, wie gesagt, was ich euch jetzt hier zeige, immer noch alles Content, den wir vor dem großen Update oder vor dem Update von München installiert haben, hier zeigen. Das ist schon mal ein bisschen aufgenommen. Nicht, dass ihr euch da wundert, dass das Ganze hier heute eigentlich gar nicht mehr so ist, wie es jetzt in der Folge hier dargestellt wird. Sobald das Ganze natürlich verfügbar ist, werden wir uns das dementsprechend dann anschauen, das neue Update, und dann hoffen wir mal, dass eventuell das ein oder andere Problem dann hier dementsprechend gefixt worden ist, und ja, werden wir, denke ich mal, uns am Freitag dann mal direkt mal anschauen, was das neue Update so mit sich bringt. Und sonst, ja, bedanke ich mich wieder, dass ihr dabei wart. Und morgen gibt es dann auch mal eine VR-Fahrt in München. Also wenn ihr da sehen wollt, Straßenbahn, dann schaut wieder rein hier bei uns. Ich sage ja, diese Woche ist es blau bei uns auf dem Kanal hier München. Und von daher würde ich mich freuen, wenn ihr dort wieder einschaltet. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!